Leute, letztes Mal war der 24. Part der Advent-Part. Denn witzigerweise sind wir genau mit dem 24. Part hier in dieses Land gekommen und am 24. kommt auch Weihnachten. Ist zwar ein bisschen zeitversetzt gewesen, aber ist okay. Das waren ja die Wolken, okay. Ich verstehe schon. Nö, also, die pusten einen hier nur weg. Boom! Ich weiß nicht, ob man die besiegen kann, aber ich schätze mal nicht. Ach, und mit so einer Wolke kann ich das hier auch schieben, oder was? Okay, ich muss hier definitiv besser aufpassen. Okay. Das ist ziemlich lustig eigentlich. Also eigentlich sehr interessant, nur... Und jetzt kann ich rüber. Da ging es jetzt nämlich gerade darum, dass man dieses komische Holzteil nicht, oder besser gesagt, als Schutz verwenden muss, also nicht ins Genick bekommt. Das wäre sonst sehr, sehr ungünstig gelaufen. Aha. Okay. Gibt es da einen Grund, hier rauf können zu wollen? Hier oben ist ein X vor allem. Ja. Alter, wieder so lame. Ja, im letzten Part haben wir, wie gesagt, den Weihnachtspart erlebt. 24. und wir gehen... Komm, hau ihn runter. 24. der Weihnachtspart... Zum ersten Mal vor allem waren wir im Polarland, eines der meiner Ansicht nach witzigsten Länder. Aber hier natürlich auch wieder irrsinnig lame Monde. Was war das für eine Mission? Kill die Stachis oder was? Das gab es auch schon in Galaxy. Aber solche Wolken, ich weiß gar nicht... Die kommen mir sehr bekannt vor. Kann mir das jemand bestätigen, ob die aus Galaxy waren? Weil ich glaube tatsächlich. Aber ich kann es natürlich auch nicht vollständig fix sagen. Sturmhindernis. Das Witzige ist, ich könnte danach jetzt wieder weiterreisen. Und derzeit, muss ich sagen, bin ich der einzige Let's Player, der so viele Monde hat und noch so weit hinten liegt. Das ist total witzig eigentlich. Also zumindest was die Partanzahl betrifft und was die Welten betrifft. Also ich finde schon viel. Ich weiß nicht, ich glaube, man hat mich sogar inzwischen überholt, aber ich sag's jetzt halt mal einfach kurzzeitig, so habe ich mich umgesehen. Von den größeren YouTubern, da habe ich nämlich gewonnen. Und jetzt kommt wahrscheinlich... Ja, komm. Achso, das soll ein Anzeichen sein. Okay, das sehe ich dann schon eher ein, ja. Hier oben eh nichts, nö. Ja gut, andererseits, wie soll da oben was sein? Ach, die Blume! Die kann auch noch Lust bei was helfen. Und zwar... Hm.
Ach, jetzt kommt's zu Brutal Battle. Halt, warte. Ich bin doch nicht blöd. Hinter dem schneebedeckten Berg. Nette Idee, Nintendo. Aber ich bin viel zu schlau für sowas. So, was kommt jetzt? Jetzt kann man ja einen der Brutals, glaube ich, fix ausschalten. Wer ist es? Der Lange? Ja. Die Zuckergusstorte gehört uns. Anscheinend verbindet der Chef keine positiven Erinnerungen mit Torten. Egal, unser Job hier ist jedenfalls erledigt. Warum verbindet er keine guten Erinnerungen mit... Oh! Ja, richtig, Peach backt ja jedes Mal einen Kuchen für Peach, wenn er sie gerettet hat. Also Peach backt einen Kuchen für Mario. Oder backt. Keine Ahnung, was da das richtige Wort dafür ist. Irgendeins davon wird schon richtig sein. Bam. Boom. Ja, deshalb verbindet er wahrscheinlich keine so guten Erinnerungen damit. Aber Alter, der Bosskampf ist ja richtig schlecht. Na komm! Oh. Mario hat's mal wieder mit seiner Dummheit verhindert. Ist da irgendeiner davon immer echt und einer immer falsch oder was ist? Oi, dieses blöde glitschige Feld! Es macht mich ja noch fertig. Stirb! Ich weiß gar nicht, wie der lange Brutal eigentlich heißt. Also, so rein technisch gesehen. Die heißen alle irgendwie gleich. Wo ist das her? Ach, brauche ich ja nicht. Vom Mond wirst du ja geheilt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Monde es hier gibt. Habe ich gar nicht nachgesehen. Ich weiß nur, es gibt 50 Münzen, also dürfte es ein kleines Land sein. Diese Schlitterpartie gibt es auf jeden Fall. Der Schlotter Grand Prix. Mal nachschauen. So, jetzt spuck's mal aus. Wie viele Monde gibt es hier? 37? Ja, das ist nicht viel. Wenn man bedenkt, dass es in New Donk City und der Wüste das beinahe das Doppelte gab. Schneeflockenpiste. Jawohl. Wir können das Rennen leider nicht starten. Es fehlt ein Athlet. Ich könnte ja. Oh, warte. Ich weiß sogar, warum wir das nicht können. Er hat gesagt, es fehlt ein Athlet. Ich glaube, das hat jetzt mit der Kleidung zu tun. Also das finde ich ehrlich gesagt lustig. Also das gefällt mir, die Idee. Polarkapuze, Polaroutfit. Vor allem fürs Bobfahren war ich auch immer begeistert. Oder fürs Skeleton. Wie heißt das? Skeleton? Skeleton? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall das mit der Kufenplatte. Das mochte ich auch eigentlich sehr gerne. Und natürlich braucht Mario hier in dieser saumäßigen Kälte auch ein dickes Gewand. Leider, muss ich sagen, haben diese Gewänder wenig Effekt. Also ich hätte mir gewünscht, dass man zumindest Folgendes bekommt. Und zwar einen Effekt drauf, zum Beispiel beim Schwimmer-Outfit, dass man 10% schneller schwimmen kann. Oder beim Polar-Outfit, dass man auf Eis nicht mehr rutscht. Oder was könnte man noch nehmen? Halt, das wäre irrsinnig praktisch gewesen. Oder zumindest würde es das Spiel
Mannkraft vergrößern. Einer der Athleten kommt nicht aus dem Warteraum. Warum dauert das so lange? Darf ich da jetzt einfach so rein? Ja. Hier ist es. Oh. Rennen, nein, ich will nicht. Die anderen sind alle Vollprofis. Da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten würde, dann wäre ich aus dem Schneider. Das war aber irgendwie auch klar, dass man den kapern muss. Aber es ist ziemlich lustig, also man kann doch einiges mit diesen Charakteren immer wieder machen. Jetzt ist er da. Schlott Europa. Nun endlich, jetzt können wir das Rennen starten. Die Zuckergusstorte wurde gestohlen, darum gibt es für den Gewinner einen Multimond als Preis. Bist du bereit für das Rennen? Seit dem letzten Rennen ist eine Weile vergangen, darum beginnen wir mal mit dem Trainingsrennen. Naja gut, immerhin, man wird trainiert, also das... Okay, also schwierig ist es nicht unbedingt. Man kann halt auch abspringen, wenn man will, aber... Oder abkürzen, das wäre vielleicht manchmal gar keine so schlechte Option. Moment, ich probiere mal was. Okay, so geht das doch um einiges schneller. Oha, wenn ich das so hinkriege. Oh, Schlotterkurs, klasse. Schlotterkurs bist der Klasse A. Ich hoffe, das ist nicht allzu schwierig, weil sonst habe ich ein echtes Problem. Das ist sauschwer. Wow, 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 wow. Das ist total schwer. Nee, das ist total schwierig. Vor allem, wenn du zu weit springst, ist es ja richtig fies. Das muss man echt eine Zeit lang üben, um das zu beherrschen. Das ist Wahnsinn. Also er hat nicht gelogen, wie er gesagt hat, das sind alles Vollprofis. Heilige Scheiße, ist das schwer. Oh, wie schade. Versuchen wir es nochmal? Ja, natürlich. Dann wollen wir mal das Rennen starten. Na sicher. Ich hoffe, da gibt es nicht noch eine B-Variante dazu, also Klasse S oder so ein Blödsinn. Nein, das wäre ja wieder typisch für Nintendo, ne? Eieieiei.
Was, wieso denn? Musste mich der Computer wieder stoppen, damit er gewinnen kann, oder was? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bam! Alter, das ist sau schwer. Bam, bam. Boah. Ich kann gar nicht reden. Das ist so brachial schwer. Leute, das wollt ihr gar nicht wissen. Aber es geht, wenn man unter 1,15 ist. Ich glaube, daran lag mein Fehler. Was für ein unglaubliches Rennen. Man konnte dich fast nicht erkennen, du Überschall-Schneeball. Der Multimond ist unser Preis für den ernsthaften Gewinner? Hoah. Also ich muss ehrlich sagen, das Elgato-Update hat es schon gebracht. Flotter Grand Prix. Aber ich glaube, wenn man so eine aufgeteilte Welt hat, dann ist die untere immer das Königreich mit den meisten Monden von den beiden. Und da oben sind Pinguine. Warum sind da oben Pinguine? Oh! Können sich diese Wolken hier auch bewegen? Ja, können sie. Aha. Ja, okay. Gibt's irgendeine Möglichkeit, in dieses Kingdom zu kommen, ohne... Ja, 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 ja. Gibt's. Muss es ja schließlich geben. So, da unten habe ich jetzt was gesehen, was selbst mich interessiert. Und zwar gibt's hier nämlich solche Art Eisformationen. Wofür die gut sind, weiß ich noch nicht. Aber wir machen es einfach mal kaputt. Das sieht nämlich sehr verdächtig aus. Oh, verstehe. Es hat... Oh, das Drecksvieh schon wieder. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie das läuft. Glückseligkeit hoch 9000. Alter, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Also so viel Glück wie ich... Och nö, nicht schon wieder Lakito. Nicht schon wieder Lakito. Komm, komm. Mach's mir leicht, bitte. Ja, komm, ich hab dich, du Sack. Das ging auch flott. Angeln im Gletscher. Würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen wollen, aber ja. Wer's kann, der kann's. Ach, kann ich diese blauen Chip-Chips dann auch kapern? Oder ist dieses Wasser jetzt nicht mehr so kalt, dass man es nicht kapern kann? Geht die Tür jetzt ernsthaft auf Zeit? Oder ist das einfach nur so ein Raum ohne Cappy? Ja komm mal, das ist ja gar nicht so schwer. Weil selbst ohne Cappy kann man viel anstellen. Allerdings verarschen lassen zählt bitte nicht dazu. Da drüben ist ja schon der Mond. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Das interessiert mich weniger.
Kann man hier nicht irgendwie auch irgendwie... bisschen cheaten, ja. Ich wollte es gerade ansprechen. Vor allem Mario will auch nicht in dieses Wasser hinein, was ich aber gut verstehen kann. Dem ist schon wahrscheinlich kalt genug so. Egal, ich bin auf dem anderen drauf gelandet. Das juckt mich gar nicht. Ehrlich gesagt. Trotzdem, Mario, kannst du bitte alles abchecken, weil so du könntest dir damit sehr hilfreich sein. Also wenn da oben nichts ist, dann fress ich einen Besen mit Katze und Hund. Natürlich ist da oben was, das ist ja klar. Also das machen wir in dem Part noch. Also 2 Monate können wir wieder... Zwei Monate können wir mal wieder auf unsere Kappe buchen, die jetzt irgendwie gerade nicht da ist. Ziemlich blöd eigentlich. Mario, raus da. Das hält er nicht lange aus. Der Gute. Obwohl, ob er so gut ist, man weiß ja nicht. Also viele Monde gibt es hier nicht. Wir sollten schon fast über die Hälfte gefasst haben. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass es 37 waren. Einen können wir noch nicht holen. Daher ich mich vorher überall umgesehen habe. Und der Chip-Chip wird mir jetzt auch große Dienste leisten, wenn ich das so richtig sehe. Denn... ehrlich gesagt... habe ich sonst keine Idee, wo ich noch nach Material, also nach Zeug suchen soll. Im Wasser ist noch immer eine gute Idee gewesen. Oh, und ich sehe den nächsten Tic-Tac. Also die nächste Tic-Tac-Challenge. Alter, wie soll ich denn das machen? Naja, ging eigentlich, also... also, unmöglich war es jetzt nicht. Bin gespannt. Ihr erinnert euch wahrscheinlich... am Anfang hatte ich ja vor auf diesen... ich weiß, wo der, meiner Meinung nach, letzte Mond ist, wollte ich sagen. Also Minimond. Dafür sind wir hier jetzt falsch. Dann wieder zurück. Du gehst schon, und dann tschüss. Boah, tschüss ist auch sowas, das ist ein Wort, das kann ich überhaupt nicht leiden. Das kommt nämlich aus Deutschland und damit habe ich so meine Probleme. Also nichts gegen die Deutschen jetzt. Die haben gutes Bier, schöne Brezeln, alles was der Mensch so braucht. Und vor allem, sie stellen prima Autos her. Aber ganz ehrlich, das Tschüss hätte nicht unbedingt sein müssen. Das ist nämlich so richtig... Mario, wenn jetzt, dann schnell. Flott. So kann man sich nämlich, glaube ich, eine Zeit lang davor retten. Hier ist ein riesengroßer Samen. Wo soll denn der jetzt schon wieder hin? Vor allem, wo ist der Mond hin? Achso, der ist ja da. Also blind und blöd treffen sehr oft aufeinander, das muss man schon sagen.
Vor allem, was hat's denn mit diesem Noten auf sich? Komm, 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 komm. Was war denn daran jetzt so schwer? Oder war da irgendwas dahinter, was ich nicht verstanden habe? Sammel den Mond ein, Mario! Mensch! Spontan so auf Monde abzuzielen ist gar nicht so schwer. Hier zumindest. Da haben wir noch so ein Tic-Tac-Turnier. Nein, 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 du Drecksack! Boah! Also das geht auf jeden Fall, das ist gar nicht so schwer. Ja, das geht, komm, das ist gar nicht so schwer. Aber das, worauf mein Augenmerk jetzt an mehreren liegen würde, sind halt die letzten Münzen. Die hätte ich schon ganz gerne. Und hier irgendwie muss ich eine Wolke herkriegen. Also mal zurück zu Odyssey. Leute, wir machen im nächsten Part weiter. Ich zeige euch dann so, was es hier noch so zu sehen gibt. Wir haben das Ganze in 3 Parts abgehandelt. Das ist bisher der Rekord. Aber die Game Engineers. Und bis zum nächsten Mal. Da ist die Pflanze.